Hallo Freunde, es geht mit Napoleon Total War weiter. Bin gerade von der Arbeit heimgekommen. Mach mich gerade bereit. Jo. Sekunde. So, bereit. Okay. So, wie schaut's denn da aus? Da steht eine französische Einheit. Unbekannt. Ist egal. Und vor allem, da steht der Napoleon Bonaparte. Ja. Und da steht Herr Blücher. Gebhard von Blücher. Und ich greife ihn diese Runde an. Ich greife ihn auf alle Fälle jetzt da, weil ansonsten kommt er mal vom Norden mit einer Armee. Von Nordosten. Das geht sich aber, glaube ich, nicht ganz aus. Nein, das geht sich nicht ganz aus. Aber von da kommt er her. Von Frankreich, also von Paris, wo er höchstwahrscheinlich eine Einheit hat. Von da hat er Einheit. Und das Risiko kann ich nicht eingehen. Die Sache ist nur die, da habe ich eine Einheit. Und ich glaube, ich verlege die Einheit daher. Das ist dem Kommando von Herrn Friedrich zu Hohenlanger Ingelfingen. Da muss ich ihm dann aushelfen, auf alle Fälle, nächste Runde. Dann habe ich da im Hintergrund noch den Graf von Clausewitz. So. Und als erstes mache ich gleich mal den Angriff auf Reims. Ja. Gehen wir so einmal. Der hat eine Menge, der hat nur bewaffneten Mob da stehen, eine Kanone hat er, der hier Artillerieoffizier, und von da im Süden kommt auch Linieninfanterie dazu. Ich glaube, ich habe ihn da überrascht mit dem Vorstoß. Ja. Also, Gebhard von Blücher auf meiner Seite und Napoleon Bonaparte und Gascon de Savoie, spricht mir natürlich so auf der anderen Seite. Das ist die Schlacht von Reims 1806. Ja, sehr gut, da ist die Stadt. Okay. Du hast mein Blücher. Doktor, der Weißhaarige. Oh, besser, dort schaut er rein. Hat das Eiserne Kreuz? Ja, hat er. So. Was sind Preußens Infanterieregimenter? Musketiere, 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 Musketiere. Sind extrem arg aufgestellt. Wo habe ich die drei Geschütze? Okay. Ich setze mal die drei auf Infos Hechers. Da unten war zu Plätzchen. Und dort drüben vielleicht ist ein Hügel im Weg. Und da mitten vielleicht. Wenn ich da aufstehe, jetzt haben wir die ganzen Gebäude in Sicht. Ah, von links oben, da geht's gut. Und da geht's gut. Und da geht's gut. Jo. So. Die Dragoner, die waren wir noch hinten. Das 12-Bünder, die eine. Da haben wir mal. Ah, da mit Sperrfeuer.
Okay, erhöht für kurze Zeit die Feuerrate. Oh. Ja. Wir haben jetzt die 600 Meter Reichweite, da haben sie also optimal. Optimal. Ja, die kleinen 6-Pfünder. Die haben nicht so eine Reichweite, aber ja. Geht, finde ich. Dann. Das sind die schlesischen Schützen. Die sind super. Ja. So. Dicken die so. Die zweite Garde-Kavallerie-Division und die erste leichte Kavallerie und die erste Dragoner. Die gehen wir mal da im rückwärtigen Raum. Dann die General geht ein bisschen zurück, falls er unter Feuer gerät, gleich am Anfang. Ist aber eh nicht. Die Wahrscheinlichkeit recht hoch. Dann die Jäger. Die preußischen Jäger, die decken eher die linke, den linken Terror von der Flanke. Muss auch ein bisschen weiter verbreitet. So. Dann sind da die zweiten schlesischen Schützen. Die gebe ich für den Notfall, falls er dann doch da irgendwie einen Sturmangriff macht. Gebe ich die da her. Aber diesmal in nicht in langgestreckter Formation. Okay. Oder das ist. Ja, geht auch gut. Die anderen sind eigentlich die Infanterieregimenter, was ich da in die Stadt ziehe. Okay, gehen wir so. So, die zwei Zwölfbünder, die schießen gleich. Marschiert jetzt die Truppen. Den marschiert er gerade aus. Ja. Ja, dann darf ich sagen. Da war mal mit den Einheiten vorrücken. Ja, wir haben schon keinen zusammengehauen. Da, Schatz. Ah, die treffen da genau eine. Oh, sag ich ja. Ah, ein paar zischen drüber. Ah, von links. Ja, von da kommt eine. Ja, da kommt die Infanterie. Ja, von da. Das heißt, die legt man noch links so. Die zwei Pferde sieht man auch da rum. Ja. Ja. Ja, die erste Feuergefechte.
Scharfschützen auf Position, Sir. Infanterie. Ja. Das sind aber tapfer für normale Bürger. So. Dann legen wir mal einmal Artillerie-Superfeuer rein. Sieg, Sir, gehört bald Ihnen. Ja. Ja. Ja, ging die aber auch noch fair gefecht. Ja. Sechs Pfünder bereit. Artillerie, mittlere Kanone. Sir. Jetzt muss ich auf beide Seiten schauen. Ah, Napoleons wohlbekannter Artillerieballon. Ja, super. Stopp. Weiterfeuern. Stopp. Weiterfeuern. So. Der mischt die, da mischt die Kavallerie auf. Ja. Ja. So, die andere Seite mal anschauen. Ja. So, sehr gut. Die marschiert einmal auf die Position. Meine Pferde sind schon zurück, oder? Ja, sind schon da. Wie verloren? Zweimal. Nein, mal, aber eine ganze Infanterie-Division zerschlagen. So, dann macht schnellen Schrittes. So, dann kann ich die zwei Stiegel 4 und die zwei. Ah! Nicht aufgeben, verfluchte Hunde!
So, wie schaut's da aus? Ja. Wiederformation. Ja. Ist ja ganz schön angeschlagen, 109. Bruna! Reims erobert! Aber wir haben leider nicht verwundet, den Napoleon. Reims ist in meiner Hand. So, 154 Verluste doch. Ja. Ja. So, sehr gut. Jetzt kann ich den Agenten nach Paris ziehen. Ja. So. Was hat er da für Armee? Oh. 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 12 Bünder. Oh. Ein Haufen Artillerie. Ein Haufen Kavallerie. Dann die alte Garde, die Elite-Infanterie. Die junge Garde, das Gegenstück davor, aber Adi. Wow. Da haben sie natürlich schon sehr. So. Da muss ich den Blücher warm anziehen, weil wenn die alle Einheiten gegen ihn losstoßen. Na gut. Zieht er auch zur Hilfe. Ja, mit der leichten 6-Bünder-Artillerie. Das reparieren wir. So. Ein bisschen angeschlagen. So. Jetzt haben wir ein richtiges Loch reingehauen. Zur Verteidigung, weil Reims geht bis zur Küste. Ja. Es geht bis zur Küste. So, da war noch nichts die Runde. So, und theoretisch. Aber den auch ohne Chor. Naja, die sind noch nicht so weit. Na, die halten die Chance, das ist gut. Dann schicke ich die nächsten Truppen auch noch her. Ich habe da zwei Einheiten sozusagen zum Verteidigen gegen die Bavaren. Batavische Republik. Ja. Okay, ich habe drei Armeen da insgesamt. Zwar nicht volle, aber. Wie sind da die Leute drauf? Sind okay. Provinz erobert. So, wird repariert. So, wie schaut das im Land aus, die Politik? Ja. Das kann ich nicht hoch dran. Auf jeden Fall unten lassen. Ja, 78%, das ist kein Wunder.
So, dann würden wir noch schnell wissen, wie die Wasser. Ja, ist schon bewegt. Ist schon bewegt. Ja, und habe ich da schon wieder noch was nachgebaut? Ja, wird schon nachgebaut. Hoffen wir da ausbaut. 1800, aber ich bleib dabei. Ich baue nichts aus. Was haben wir in der Forschungspipeline drin? Aktiengesellschaft in 5. Da haben wir das Rettungswesen. Mit der Verstärkungsrate. Berufungsgericht muss ich mir irgendwo bauen können. Achso, nein, ich brauche das zuerst, dann kann ich. Wo ist denn das? In Magdeburg, genau. Dann kann ich das ausbauen. Und das Gericht ist bei Edo. Genau, Berufungsgericht. Da bin ich 2 Runden fertig. Jo. Und nächste Runde wird die Siegessäule fertig. Ist es denn? Wow, das ist super. So, okay. Dann, was macht der Herr Napoleon? Der greift mich sicher mit allen an, was er hat. Ja, sag ja, sag ja. Vielleicht nicht Napoleon selber, aber. Ah, er zieht noch Richtung Brüssel, Flandern. Okay. Ah, dort sieht es seine starken Armeen. Sieht er nach Süden? Na, nach Osten. Ja, wenn er so frech ist und so frech agiert, dann greife ich gleich nächste Runde Paris aus, sag ich euch. Jetzt sieht er nach Süden die Truppen. Ja, muss ich aber auch aufpassen, nicht, dass er mich da flankiert und Straßburg von Süden her einnimmt. Okay, die Österreicher. Sollte der Krieg vor Jahr 1807 fertig sein? Naja. Schauen wir mal. So, da sind 2 Einheiten von ihm, 2 Einheiten. Die Holländer und die Franzosen. Ja, und die Holländer kommen jetzt noch, der Runde. Ja, die Österreicher, ja, tapfer. Die Russen sind wieder im eigenen Land beschäftigt. Ist auf der einen Einheit, was unten. Von Ost. Ah, servus, servus. Ja, mir geht's gut. Die pendeln immer zwischen Smolensk und Moskau und so ein Scheiß. Geht ganz gut. Der Patrick ist gerade in Urlaub. Und jetzt ist der Marco da. Für 4 Wochen. Jo. Jetzt kommen die Holländer. Diese ganze Armee. Ja. Kuppen da oben. Jetzt gehen sie auch in die Offensive. Aber ich habe da oben die 2 Armeen noch wenigstens. Ja, habe ich auch mitgekriegt, dass du vorige Woche wieder in den Krankenstand gegangen bist. Er zieht die kleine mittlere Armee da an. Okay. Vielleicht gelingt mir das, dass die nächste Runde von da, von Oldenburg, die Holländer angreift und dann die Franzosen von der anderen Seite.
Schauen wir mal. Na gut. 7700 Cash, das ist auch gut. Ein guter Zuhörer. Spion von mir. Und Baubericht, Nachschublager in Brandenburg. Und die Siegessäule, jawoll. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Sehr gut. Noch Schubipo. Das weiß ich noch nicht. Schauen wir mal. Jetzt ist keiner der geglaubten Angriffe hat stattgefunden. Das heißt, wir haben leider noch zu wenig. Ich bocke hoch und greife gleich Paris an. So. Beginnt mit der Belagerung. Ich belagere die Stadt. Sie verstecken sich hinter ihren Weibern. Dann, ja, der geht sich aus, bis da. Und mit der geht sich ja. Ah, super. Bis zum Blücher geht sich aus. So. Gut. Der wehrt die Angriffe von Norden an. Der Philipp muss unbedingt umdrehen. Er kommt nicht ganz bis zur Stadt. Also bis nach Straßburg. Das ist gut. Und da im Norden muss ich das mit den Holländern machen. Die ist frei. Das heißt, ich ziehe mich da. Könnte versuchen, Ärm die Armee zu sabotieren. Dann hätten sie noch weniger Reichweite. Ja, glaube ich da. Ah, nicht geschafft, aber macht nichts. So. Ja, das mit den Schmerzen. Das kann ich jetzt nicht. Ich bin nur Leute, was nur wegen die Schmerzen krank gestanden sind. Als Schmerzpatienten. Weil sie irgendwo im Körper Schmerzen haben. So. Dann, wie schaut's aus da? 212 Bünder, okay. Ein bisschen eine Miliz. Papier da. Der Adolf von Pfühl wieder mal, der Ernst Heinrich. Der greift einmal da an. Ja, das hat die Stadt schon aus. So. So. Er zieht sie zurück. Ach so, ein Feigenuss. Macht sie nieder! Er zieht sie da auch zurück. Das ist ja unglaublich. Das ist ja unglaublich. In einer Runde kann der vielleicht kann er das sogar schaffen. Ziehen wir mal da in die Stadt zurück. Jetzt kann er nämlich nicht angreifen. War nicht so blöd. Der Typ. Wenn ich jetzt ausrücke und die französische Armee vernichte, dann mache ich den Weg nach Kleve frei. Ich werde da mal
muss noch bestellen. Noch bestellen. So, gebe. Gut. So. Schauen wir mal, Paris bleibt unter Besatzung. Und die Leute, wie viel habe ich da? Ich habe da keine einzige Linieninfanterie. Ah, ne. Das ist besser. Ist das Ausbau, das dauert ja 2 Jahre. Oder 2,5 Monate. Ich baue mal da ein Werft. Da haut es auf mein Werft. So. Dann geht vieles über Straßburg. Da mache ich einmal eine Verstärkung. In Straßburg. Ja, ich weiß nicht so recht. Das war da Infrastruktur. Bauen wir die nächste Straße. Schauen wir nach Berlin. In Berlin mache ich jetzt wieder mal die Oper kann warten, das große Opernhaus. Das hat noch Zeit. Ich muss einmal Militäreinheiten mit rekrutieren. Das heißt, wir stellen 2 Zwölfbünder wieder. Und wir brauchen jetzt hauptsächlich an der Front die normalen Musketiere, also die normale Linieninfanterie. So. Okay. Okay. So, dann machen wir die Einheiten da wieder. So. Schauen wir mal da oben. Offizier an Deck, unter Segel. So, nächste Runde bitte. Nächste Handelsschiff fertig. Ja. Muss es noch schon kurz, Sekunde. Okay. Das wollte ich gar nicht. So. Nur Sekunde, dort nur eine Sekunde. Ja. Sekunde. Naja, muss solche Leute ja auch geben. So.
So, dann kann ich nächste Runde wieder anstellen. Bestärkung. Ja. Ja. Wird der mich vielleicht da oben angreifen? Na, schauen wir mal. Ende September. Ah, Monsieur, Sie wollen kämpfen. Okay, ist der Platz für Artillerie? Gehen wir so. Ja klar, dass er das nicht auf sich hucken lässt. Soll ich die Stadt mit einbauen in meiner Verteidigung? Schlesien. Ja, Sir. Befehle. Das Gebiet oder ein bisschen. Ja, Sir. So, die Jäger. Dann. Gruppenbefehle. Ja, Sir. Kavallerie. Diamant bilden. Ja, Sir. Sir. Infanterie zu Befehl! Befehle! Ja, Sir! Ja, Sir! Dragoner zu Befehl! Ja, Sir! Kavallerie! Artillerie! Ja, 12 Kavallerie. 12. 6 Artillerien insgesamt. War es doch nicht so schlecht, wenn die Stadt aus dem Schutzwald ein bisschen. Gruppenbefehle! Ja, Sir! Da bin ich auf jeden Fall vor den Dings sicher. Gruppenbefehle! Ja, Sir! Gruppenbefehle! Oh. Sitzt sie da hinten ein. Generalstab, meldet sich zum Dienst. Der Blücher, der wird sie da hinten rein. 6 Pfünder bereit. Ah, 6 Pfünder Kanon. Kann ich jetzt nicht da aufstellen. Wird das da bergauf? Nein. Artillerie! Sir! So, aber für einstellen noch. Müssen wir dann einen Überblick erst einmal gewinnen über die Lage. Befehle. Batterie zu Befehl. 12 Pfünder bereit. Mhm. Zweiten 12 Pfünder, den stellen wir auch da oben. Mittlere Kanone. Befehle. So, der Überblick ist das Feldwert. Ja, das heißt, ich habe die Speerfeuer, die muss ich vielleicht eh mit Speerfeuer einsetzen. Okay, dann schauen wir mal. Ja, da kommt mal Verstärkung her, okay. So, ja. Batterie zu Befehl! Zu heim klär die Kanon.
Muss ich aufpassen. So. Das heißt, von hinten kommt da der Pferder mit seinem Pferder. Gut, das schicke ich halt die Kavallerie dagegen. So. So. Jo. Ein glorreicher Sieg, Sir, gehört bald Ihnen. Das war der erste Onkel Sven. Ja, jetzt schon zart so. Unsere Männer fliehen, Sir. Fuck. Fuck. Ah. Alter. Sind so stark? Das gibt's ja nicht. Ist ein Gemetzel, Leute. So. Und was kommt da daher? Generalstab, super. Was? Alter. Ah. Das ist ja natürlich hinter meinem Generalstab her. Ah! Guck mal, die Franzosen wieder daher. Alter, Scheiße, die sind von da hinten gekommen. Unsere Männer fliehen, Sir. Die Franzosen sind verdammt gut. So. Thank you.
haben den General getötet, Sir. Jetzt ja. werden sie aufgeben. Ich glaube nicht. Die Männer sind erschöpft, Sir. Sie müssen sich eine Weile ausruhen. Ihr hättet alle seine Artillerie nieder. Und da muss ich verteidigen gegen die. Das hat er eben gekriegt. Da ist jetzt wieder Kavallerie nachgekommen von mir. Ich lasse gleich das niederreizen. So, Dreieckformation. Ja, da gebe ich die zwei unten. So, da habe ich Süden auch noch die Männer. So. Ja, die fällt mir eh da weg. Dann die zwei gehen wir mal da auf Marsch. Dann haben wir da die Kavallerie wieder. So, was macht der da, der Franzose, wieder? Und er wieder angewandt. Ja. Befehle!
Die drücken an. Da mache ich eine zweite Front. So. Mal schauen. So. Ja. Eine unserer Einheiten verfügt über keine Munition mehr, Sir. Oh, nur dazu. Er hat keine Munition mehr. Reitet sich nieder, es geht nicht anders. Unsere Männer fliehen, Sir. Ich zieh mal zurück. Die haben genug geblutet. Wie viel Munition hat der noch? Unsere Männer fliehen, Sir. Gruppenbefehle! Schlesier, Achtung! Ja, hat aber noch Munition. Ja, sowas von zerrieben. Was kommen immer mehr noch? Ah, Milizregiment, endlich. Guck mal zu, er marschiert. Und noch eine. Ich sehe.
Ah, die sind bei Ritter nicht, das ist gut. Noch 20 Mal. Bücher. Und die nächsten Chancelliere. Wir sind jetzt in Schussweite, Sir. Wir sind jetzt in Schussweite, Scharfschützen auf Position, Sir. Lanzenreiter zu Befehl. Scharfschützen auf Position, Sir. Musketiere. Ja, der hält dann Bonita. Geht's noch? Ja. Ja, da Kanonenbeschuss hat auch wenig Sinn. Ja, pfeif's nach Rückzug. Scharfschützen auf Position, Sir! Wer auch nicht angreift. Ja. So, kommt da noch nicht nach? Nein. Das war jetzt Stress.
Ja, besiegt, ich glaube ja. Das glaube ich dir ungelogen. Ja, aber gar General ist von mir gefallen. Ist so wichtig. Boah. Brauch ich was zur Beruhigung. Ja. Ich habe 3300 Männer gehabt. Ich habe 819 Männer verloren. Emmanuel de Grouchy hat 2392 gehabt. Hat 1600 verloren. Wow. Das ist dämlich. Da war es auch nichts mehr. Weil mit einem General gegen zwei Armeen antreten. Mit einem General gegen zwei Armeen. Das ist mehr wie krank. Da sollten wir gleich mal Kavallerie zusammen. 48. Und reite ihm nieder einfach. Ja. Napoleon ist verwundet worden. Dieser kühne Gegner wurde im Kampf gegen ihre Truppe verwundet. Er wurde zwar nicht getötet, seine Verletzung war so schwer. Bla bla bla. Ich sehe gerade, dass man ihn nicht töten kann. Es kann einfach nicht passieren, wenn man schon einmal besiegt. Zieht er wirklich darüber? Und der fährt dort auch nicht. Er wartet da. Zagreb, Kroatien. Ah, da haben sich die Österreicher, um gegen die Türken vorzugehen. Gut. In die Osmanen. Ich soll noch denken drüber, was er sagt. Soll man noch denken. Aber ein bisschen das Gehirn einschalten. Und dann nochmal die Frage neu formulieren. Ah. Ah. Er hat eine Spitze wirklich Oldenburg an. Na. Ihm ist nächste Runde so wieder weg. Ah, hätte ich doch.
So, wie mache ich das jetzt? Ein bewaffneter Bürger. Nicht mehr oder weniger. Auf offenen Feld zu stören, war Selbstmord. Auf alle Fälle. Da schießt er mir Kanonen zusammen, da. Wieder der Song da hinten. Ah, ich kann gar nicht weiter hinten. Er macht nichts. Macht nichts, macht nichts. Nummer A Haus, 2 Haus, 2 ist zum Besitzen. Okay, das ist da, da ist der General. Okay. Wir haben ein Gebäude erobert, Sir. Mhm. Und die gehören ins zweite Gebäude da rein. Verteidigung. Dann machen wir die Dorfverteidigung. Ja. Da machen wir Verteidigung. Wir haben ein Gebäude erobert, Sir. Staatstopfermänner. Und gehen und tun nur die heute französische Armee daher. Ja. Der Ballett zurücklos zu sein. Infanterie zu Befehl. Der Ballett. Sir. Mit der Kavallerie, der herkommt. Aber wenn ich die jetzt zum Beispiel da eine sitze in das Haus, das mit der Kanone beschossen werden, bricht das Haus dann zusammen. Das heißt, wir mit zwei Infanterieeinheiten. Die drei lassen dann eine Reserve hinten. Verdammten Holländer. Haben schon zweimal Frieden geschlossen mit mir. Also einmal habe ich den Vorschlag gemacht. Haben gesagt, ja, einverstanden. Bei der nächsten Runde haben die Franzosen eine jetzt wahrscheinlich gesagt, ja, macht's mit, sonst seid ihr im Arsch. Wer da oben?
Muss ich mal aus zwei Richtungen erwischen. Ja. Im Laufschritt, Marsch! Besiegen kann ich ihn nicht. Lauter unerfahrene Anfang habe ich da jetzt. Geht Oldenburg nicht so preisgeben sollen. Wenigstens die Milizeinheiten hätte ich drin lassen sollen. Ja, zu siegesicher. Schön ausschauen. Aha. Schön wieder zurück. Na gut, dann lassen wir es einmal. Wo ist die Zeitbeschleunigung? Ja, dann warten wir mal ja. Solange es nichts tun, muss die Zeit einfach vergehen. Was Verteidiger ist, ist für mich von Vorteil. Okay, der macht das Projekt. Ist zwar ein bisschen langweilig, aber wurscht. Ich bleibe bei meiner Taktik. Jetzt aber anlocken. Mit dir einfach da eine Hook. Die anderen daher. Geht schon was weiter? Ja. So. Gehen wir auf die gute Taktik. Ja. Mit zwei Einheiten. Ja. Das ist spannend. Eins, zwei, drei, genau. Jetzt ging es wieder zurück. Artillerie hat aber eine scheiß Position da hinten. Aber es ist auch nicht so recht, was ich mit der Artillerie anfange, so wie sie gerade. Eigentlich ganz gut. Schauen wir mal, wie dumm die KI ist. Man sieht es ja nicht da. Wir haben ein Gebäude erobert, Sir. Hä? Es ist gut, dass es Artillerie nicht versetzt. Doch. Ich hab's ja gewusst. Schweine backen die. Geht sie doch aus mit der Artillerie.
gleich per Kanone komme ich da her. Zwei Infanterie, drei Infanterie links. Ja. Weda. Sagt's ja. So, jetzt kommen wir schon in die Nähe. Gut. Ja, da kommen wir schon. Infanterie zu Befehl. Sir. Sir. So, jetzt kommen wir zu dir. Schauen wir uns, wie lange wir uns halten können. Schuss, der erste Schuss ist gefallen. Dann ist schon gefallen von dem Pferd. Schau, schießt es nieder. Vier Leute gefallen. Fünf Leute. Oh. Ach, das ist so schwach, das ging fair. Da war einer die hier ab. Alle Hoffnung ist verloren, Sir. Dieser Kampf ist fast vorbei. Sir, Sir, unser General wird angegriffen. Ja,
Ja, da rein, Erzhule. Unsere Männer fliehen, Sir. Ja. Ja, der Nahkampf im Haus drin. Unsere Männer fliehen, Sir. Meine letzten Männer da. Da sind nur mehr 152 da. Die werden niedergeschlachtet. Wie sich der Kopf hat gefallen. Ach, verdammt, Oldenburg ist gefallen. Unsere Männer fliehen, Sir. Die Niederlage sich zwar nicht so. Es war Niederlage ganz einfach. Ja. 111 Verluste haben wir doch beibracht. Da zeigt das jetzt zurück. Das heißt, ich muss nächste Runde mit die Einheit nach Norden angreifen. Das heißt Rache. Oh! Herr Osmane geht zum Österreicher und sagt ihm Hallo. Oh. Und Herr Osmane hat verloren. Sehr gut. Ah, ich habe da zu weit runter gewagt. Au. Ja, aber er macht auch nur mit zwei Handelsschiff. Dann eine Korvette. Mal den Kampf. Mein erster Siegeffekt in Napoleon. Ich habe keine Ahnung, habe ich nur 6 pro Seite. Klar, zur Wende.
also 24 Kanonen, da lag die erste, werde ich verlieren. Hat aber einen guten Winkel erwischt. Oh, das ist da hinten was hochgefahren. Wenn wir die Segel ausschießen. Segel setzen! Nach Steuerbord! Si, Senor! Ah, 75 Mann an Bord. Es ist halt kein Kriegsschiff.
besorgt Rumpfschaden, ja, ist klar. Brenn. Echando ancla. Debemos descansar un poco. Ocker. Ah! Ich schieße es uns. Ich schieße es uns hin. Links. Die andere Seite einer zu dran. Die Seite ist schon voll im Arsch. Eines unserer Schiffe zieht sich aus dem Kampf zurück. Ja. Wird sie ergeben. Zieht sie zurück, aber er wird noch gerne höchstwahrscheinlich. Na? Jetzt zieht sie auch wieder zurück. Also die muss nicht bei Irland vorbeifahren. Ja. Aber ich schlag doch gleich wieder zurück. Da schlage ich gegen die Franzosen zurück. Ja, aber ich glaube, das ist was für die nächste Runde. Schauen wir mal. Eine rekrutiert, ja. Anders Schiff, steht zur Verfügung. Ja, Gustav Werner. Ja, genau. So die Oldenburger Partie. Wahlberg, kommerzieller Hafen, das Ausbaut, Berufungsgericht Brandenburg. Ja, das heißt, ich darf diese erforschen als nächstes. Technologie. Zwei Runden gegen die Aktiengesellschaft erforscht. Passt. Oder Edelmann, Verstab der Bibliothekar, der Bücher tapferer Soldat gibt zwar Moral. Der Friedrich zu Hohenlohe Ingelfingen hat gute Verteidiger gekriegt. Plus ein Kommandier bei der Verteidigung im Land. Ja. Und. Oldenburg ist mir verloren gegangen. Ja, das ist kein Problem. Also, nächsten Zug sehen wir dann einen Angriff von mir auf Oldenburg. Und ich nehme mal Einnahme. Weil da ist nur die angeschlagene Armee von ihm drin. Naja, angeschlagen ist zwar nicht, aber jetzt sicher berobert. Dann presche ich von da auf die Franzosen drauf.
Das ist. Das sind wie viele Einheiten sind da? Wie weit komme ich mit meiner Armee? Ja. Das heißt, ich werde mir da eine Notarmee zusammensuchen und zurückmarschieren und Erm vernichten. Und Paris werde ich auf der einen oder anderen Ort einnehmen, ist wahrscheinlich. Ja, das sind ganz, ganz geschwächte Leute. Passt, aber ich bin auch nicht so stark. Ich habe einige Verluste gehabt. Aber der hat keine Verluste gehabt, das ist der Vorteil. Mit Erm greife ich das an. Das habe ich vorher morgen. Oder ja, morgen natürlich. Morgen noch Dienst. So. Ohne die Partie. Okay. Dann speichern wir auch. Und sage ich Baba. Bitte, vielleicht komme ich heute noch mal online. Ich werde noch mal essen, Abendessen. Ich werde vom Abendessen angefangen. Wenn man das gestern angeschaut hat, die Lage, doch das wird sicher spannend werden, ob wir Reims einnehmen. Aber ich habe nicht gerechnet, dass ich so schwere Gefechte über Paris erlebe. Na gut. Macht es gut. Bis zum nächsten Mal. Euer Josef. Ciao.